das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es ist eine Schengen-Rückkehr auf Raten, die heute beschlossen wurde. Denn die Grenzen zu den deutschen Nachbarländern öffnen sich nur langsam. Frankreich, Österreich und die Schweiz bleiben noch mindestens 4 Wochen weitestgehend geschlossen, aber Luxemburg wird ab Samstag nicht mehr kontrollieren. Reisen ist wieder möglich und der Spuk der Schlagbäume nach wochenlangen Kontrollen wieder vorbei? So einfach scheint das nicht zu sein. Bevor wir Ihnen gleich zeigen, welches Land genau wann wie öffnet, reisen wir mit Markus Preis, unserem EU-Korrespondenten, nach Rosport und nach Ralingen an die deutsch-luxemburgische Grenze. Denn auch wenn die, so wie sie war, am Wochenende schon wieder Vergangenheit ist, so hat sie doch schmerzhafte Spuren hinterlassen und alte Wunden neu aufgerissen. Es war ein schöner Morgen heute an den Ufern der Sauer, dort wo zwischen sanften Hügeln rechts das deutsche Raling und links das Luxemburger Rosport liegen. Ein schöner Morgen nicht nur wegen des Wetters, sondern auch, weil langsam die Nachricht durchsickerte, dass endlich Schluss sein soll mit den Grenzkontrollen. Also wir leben ja jetzt seit Jahrzehnten in einer totalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Und dass die Grenzschließungen über Nacht kamen, das war für uns absolut überraschend. Wer glaubt, dass Europa derzeit den Bach runtergeht, der hat Romain Osweiler und seinen deutschen Bürgermeisterkollegen Alfred Wirz noch nie reden hören. Die Menschen machen Europa, nicht die Politiker. Also das, was hier gelebt wird, die einzelnen Kontakte unter den Menschen, das ist Europa. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man das in Berlin nicht wahrnimmt. Die beiden haben ihre Orte regelrecht miteinander verwoben. Sportplätze, Feuerwehr, Freizeitanlagen, selbst das Wasser kommt aus einem gemeinsamen Brunnen. Rabiate Grenzkontrollen noch dazu nur auf deutscher Seite passen nicht in diese Welt. Die ersten 3 Tage, als dann hier kontrolliert wurde, standen die Beamten wirklich mit Waffen da, die sie offen trugen, auch direkt bei der Kontrolle mit halbautomatischen Maschinenpistolen. Das hat auch sehr viel Unmut hier in die Grenzregion gebracht. 8 Wochen hat die buchstäbliche Ausgrenzung der Luxemburger gedauert, obwohl das Land ähnliche Corona-Schutzmaßnahmen hatte wie Deutschland und obwohl ohnehin jeden Tag über 100.000 Pendler die Grenze überqueren. Die hielt man im Bundesinnenministerium offenbar für nicht so riskant, den Rest der Luxemburger aber schon. Ja, wir sind das nicht gewöhnt, dass das so kompliziert ist. Da hat man kein Verständnis. Die können zu uns rüber, aber wir können nicht dahin, nicht mal zum Einkaufen oder zur Familie, das können wir nicht. Am Samstag aber ist es wieder vorbei. Beide Bürgermeister halten die Grenzschließung für einen leichtsinnigen Fehler und hoffen, dass er keine langfristigen Spuren hinterlässt. Denn es habe Nazi-Vergleiche und Beschimpfungen gegeben, Töne, die hier ewig nicht zu hören waren. Drüben, wie bei uns, es gibt immer Einzelne, die sind gar nicht unglücklich über diese Grenzschließung. Da sind immer noch Vorurteile und auch rassistische Gedanken, die werden hier geschürt halt durch die Maßnahmen. Und die werden dann wieder, diese Geister, die kriechen dann aus allen Ecken heraus. Virengefahr steht nicht im Pass. Die Bürgermeister finden, eine Region darf nie wieder so zerschnitten werden und würden davon gern auch Horst Seehofer überzeugen. Ja, wir würden ihn ganz gerne einladen hier in die Grenzregion und ihm zeigen, wie wir hier funktionieren, dass einer nicht ohne den anderen kann und dass wir uns auch so arrangiert haben, unter den Gemeinden, aber besonders unter den Menschen, hier funktioniert das halt etwas anders vielleicht als in Bayern. Ähnliche Einladungen bekäme Horst Seehofer sicher auch von den Menschen an den Grenzen zu Frankreich, zu Österreich und zur Schweiz. Denn anders als in Luxemburg werden Grenzen zu diesen 3 Nachbarländern erst wieder am 15. Juni öffnen, wenn es denn dann die Infektionszahlen überhaupt zulassen. So streng erklärte es heute der Bundesinnenminister, wobei er sich gleichzeitig auch großzügig zeigte, denn man wolle hier nur noch mit Stichproben kontrollieren. Der Grenzübertritt bleibt für die meisten verboten, aber wir schauen nicht mehr ganz genau hin. Michael Stempfle über ein etwas weniger begrenztes Europa und Seehofers Fingerspitzengefühl. Europa in der Corona-Krise. Beliebte Grenzübergänge dicht. Etwa zwischen Deutschland und der Schweiz. Dafür Umwege, Kontrollen, langes Warten.
die Grenzpolizisten an den wenigen Nadelöhren streng. Über die Grenze darf nur wer pendelt, Waren transportiert oder einen triftigen Grund hat. Änderungen gibt es jetzt für die Länder Frankreich, Schweiz und Österreich. Diese Absperrgitter müssen ab Samstag weg sein. Keine geschlossenen Übergänge, kein strenges Grenzregime mehr. Stattdessen stichprobenartige Kontrollen. Nur, was heißt das? Dass man mit der Erfahrung, die man als Polizeibeamter hat, sagt, dieses Auto, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Oder die Insassen dieses Autos. Das ist die Stichprobe. Und dann kann die Polizei auch entscheiden, wenn es einen drohenden langen Rückstau gibt, jetzt winken wir mal einen Kilometer durch. So läuft es in der Praxis ab. War das richtig? Ganz so klar scheint es auch dem Innenminister noch nicht zu sein. Er muss sich bei seinem Staatssekretär rückversichern. Zumindest dürfen sie nun hoffen. Unverheiratete Paare, die in zwei Ländern leben. Bei Konstanz konnten sich viele bislang nur durch einen Zaun sehen. Künftig sollen Polizisten mehr Begegnungen ermöglichen. Nur welche? Das wollen Innenminister Seehofer und seine Amtskollegen erst noch im Detail klären. Man spricht miteinander und dann wird es per Erlass der Polizei übermittelt, damit überall die gleichen Handlungsdinge bestehen. Aber das Leben ist so vielfältig, dass auch Fingerspitzengefühl bei diesen Dingen in der konkreten Grenzkontrolle dazugehört. Und dies hat unsere Bundespolizei. Unterm Strich heißt das, die Grenzen bleiben noch bis zum 15. Juni geschlossen. Aber es gibt mehr Ausnahmen, weniger strenge Kontrollen. Ein Kompromiss eben von vier Ländern, heißt es aus der Schweiz. Das Datum 15. Juni wurde etwas vorgegeben durch Frankreich, weil Frankreich hat gesagt, wir öffnen am 15. Juni. Und man hat sich dann einfach am Schluss gefunden und gesagt, ja, letztlich macht es Sinn, wenn diese vier Staaten miteinander gemeinsam einen Nenner finden. Eine Empfehlung Seehofers an die Bundesländer? Wer für mehrere Tage geschäftlich in ein Nachbarland reist, muss anschließend nicht mehr für zwei Wochen in Quarantäne. Anders in Tschechien und Polen. Sie wollen an ihren strengen Vorgaben festhalten. So müssen polnische Pfleger weiterhin in Quarantäne, wenn sie in die Heimat zurückkommen. Zwar will Deutschland nun eine Harmonisierung mit Polen und Tschechien erreichen, die Grünen dennoch sauer. Europa ein einziger Flickenteppich. Das zu verhindern, brauchen wir wirklich konkrete, gemeinsam koordinierte Kriterien europaweit, wie wahrscheinlich regionale Lockdowns und das Versprechen, dass die Grenzen offen bleiben. Frühestens Mitte Juni werden die Grenzen nach Frankreich, Österreich und in die Schweiz wieder offen sein. Aber nur, wenn die Infektionszahlen nicht steigen. Zu den von den Grenzschließungen am meisten betroffenen Ländern gehört das Saarland. Und deshalb hatte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans auch gewünscht, die Grenzen nach Luxemburg und auch nach Frankreich schneller zu öffnen. Guten Abend, Herr Hans. Einen schönen guten Abend, Frau Miaska. Sind Sie heute sehr enttäuscht? Nein, schauen Sie, ich hatte realistische Erwartungen, da ich auch im Kontakt stehe zur Bundesregierung und auch mit der französischen Seite im Kontakt bin. Da freut man sich erstmal, dass Bewegung in diese Chose der Grenzkontrollen auch kommt. Und für uns an der Saar bedeutet das, dass ab dem Wochenende dann endlich die Grenzbarrikaden an den kleinen Grenzübergängen wegfallen können. Und damit das Bild auch noch mal ein anderes ist. Wir sind hier in einer Region, in der wir uns dran gewöhnt haben, mit offenen Grenzen zu leben. Und deswegen war das schon eine große Belastung die letzten Wochen. Aber entscheidend hat sich doch gar nicht so viel verändert. Über die Grenze nach Frankreich dürfen bis zum 15. Juni, also noch vier weitere Wochen, unverändert ja nur Berufspendler und Menschen mit triftigem Grund. Das hatten Sie sich doch deutlich anders vorgestellt. Das ist absolut richtig. Und hier werde ich auch nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass wir zumindest in unserer Großregion, in der Grenzregion, eine Art Regime bekommen, das uns auch noch mal die Schengen-Freiheit zurückgibt. Ich habe mit dem Präsidenten der Großregion in Frankreich, Grand Est, Jean Rottner, auch vereinbart, dass wir hier auf beiden Seiten auch Druck machen und vor allem auch in Paris die Bitte noch mal hinterlassen, dass sich die Deutschen eben von der Grenze aus gemessen ebenfalls 100 Kilometer nach Frankreich reinbewegen können. Das gehört dann eben auch dazu. Und ich glaube, es lohnt sich dafür zu kämpfen, dass das zumindest mal für die Großregion hier gilt. Wenn Sie sagen, Sie wollen Druck machen, was heißt das? Wann genau sollte spätestens für Sie die Grenze richtig fallen? Ich glaube, dass es jedenfalls früher als der 15. Juni
so sein sollte. Und ich glaube schon, dass man sich auch noch mal anschaut, ob man sich das 4 Wochen lang leisten möchte, die Menschen jetzt noch mal in dieser Art einzuschränken, zumal ja Berufspendlerinnen und Pendler sowieso kommen können. Wir haben ja auch schon vorher Familien zum Beispiel erlaubt, auch nach Deutschland, ins Saarland einzureisen, um hier Verwandtenbesuche zu machen. Und das muss eben auch gegenseitig gelten. Und hier werden wir zumindest mal in unserer Großregion hier zusammenhalten und weiter dafür kämpfen bei unseren jeweiligen nationalen Regierungen. Sie haben schon angesprochen, es gibt eine starke Verbindung zwischen den Ländern. Es gibt rund 200.000 Pendler in der Region Saarland, Lothringen, Luxemburg. Und die Saarländer und die Franzosen, genauso wie die Luxemburger, beschwören ihre tiefe Freundschaft. Wie sehr hat die in den letzten Wochen gelitten? Die Freundschaft hat nicht gelitten, aber wir konnten eben nicht zusammenkommen und wir konnten nicht unter Beweis stellen, dass, wenn man zusammenarbeitet, das ein besonderes Signal der Stärke ist. Wir mussten damals diese Grenzschließungen auch als Ultima Ratio, als auch ein Akt der Hilflosigkeit in dieser Pandemie akzeptieren. Und er hat ja auch geholfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist alles außer Frage. Aber jetzt haben wir eben auch gelernt aus dieser Krise und können zurückkommen zu einem gemeinsamen Vorgehen. Bedeutet eben, dass wir Infektionsketten auch grenzüberschreitend nachverfolgen können. Und ich sage das sehr deutlich, selbstverständlich stehen im Saarland auch medizinische Kapazitäten zur Verfügung, die im Moment ja auch in den Departements auf französischer Seite dafür sorgen, weil sie eben fehlen, dass sie negativer eingestuft werden als andere Departements. Deswegen kann nur Zusammenarbeit uns hier weiterbringen. Aber ich möchte es noch mal etwas genauer wissen. Hat sich die Stimmung nicht verändert in der letzten Zeit? Nachdem Deutschland einseitig die Grenze ja geschlossen hatte, berichten Franzosen, dass sie von Deutschen beschimpft wurden und französische Nummernschildern zerkratzt wurden. Und auch in Luxemburg sind einige zurzeit nicht so richtig gut auf die Deutschen zu sprechen. Ist diese Wut nicht verständlich? Natürlich ist es verständlich, dass in einer solchen Bedrohungslage wie in diesem Gesundheitsnotstand eben auch Ressentiments noch mal hochkommen. Aber ich stelle fest, dass die weitaus größere Mehrheit der Menschen in der gesamten Großregion gerade jetzt die Freundschaft hochhält. Und ich habe auch einen ständigen Austausch mit den anderen Exekutiven aus der Großregion, egal ob mit Luxemburg oder Frankreich. Und was ich da feststelle, ist, dass wir alle zusammenhalten wollen, zusammenstehen wollen und das Virus vor allem gemeinsam bekämpfen wollen. Denn ein Virus macht eben nicht an nationalen Grenzen Halt. Genau. Deswegen ist mir um die deutsch-französische Freundschaft sicherlich nicht bange. Weil das Virus an nationalen Grenzen nicht Halt macht. Von heute aus betrachtet, Herr Hans, war es ein Fehler, dass Deutschland die Grenzen Mitte März einseitig geschlossen hat? Nein, das war kein Fehler, weil wir ja vor die Situation auch gestellt wurden, dass in Frankreich mit dem exponentiell steigenden Infektionsgeschehen quasi über Nacht Schulen geschlossen worden sind, das öffentliche Leben sehr hart runtergefahren wurde und dann natürlich, weil das eben so ist, Menschen sich eben dann auch dahin bewegen, wo Dinge noch geöffnet sind. Das hat ja nichts mit Nationen zu tun, sondern einfach damit, dass wir die Bewegungsfreiheiten insgesamt in Deutschland und in anderen Staaten eben auch einschränken wollten und deswegen musste das damals auch sein. Aber wie ich schon sagte, man muss aus diesen Dingen lernen und man muss es in Zukunft besser machen. Das heißt, bevor man einseitig dann Einrichtungen schließt und danach einseitig Grenzen schließt, sollte man künftig besser miteinander kommunizieren und reden. Wenn es nicht gelingt, zwischen den nationalen Regierungen das zu tun, dann doch zumindest auf Ebene der Landesregierungen und der Verwaltungen der Regionen in Frankreich. Da habe ich Hoffnung, dass wir daraus gelernt haben, das besser machen, weil wir eben um unsere Freundschaft hier in der Großregion kämpfen wollen und ja, uns auch Sorgen machen darum, dass sie Schaden nehmen könnte. Das darf nicht passieren. Danke sehr für Ihre Zeit, Tobias Hans. Ich danke Ihnen noch einen schönen Abend. Und das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten im saarländischen Landtag, deshalb war es ein bisschen laut im Hintergrund, habe ich am frühen Abend geführt. Die beschränkten Grenzöffnungen kommentiert nun Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk. Endlich. Die Grenzkontrollen fallen zwar nicht sofort weg, aber es kommt Bewegung in die Debatte um Grenzkontrollen und das ist bitter nötig. Denn die leicht panische Schließung der Grenzen im März ist ja ohne Blick auf die Lage in den einzelnen Ländern erfolgt. Damals galt, und die meisten hatten volles Verständnis, Hauptsache Grenze dicht, jeder, der nicht reinkommt, ist ein Corona-Gefährder weniger. Diesem Selbstverständnis folgt auch die verpflichtende Quarantäne für alle, die
die nach Deutschland zurückkommen. Zu Recht hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht die pauschale Quarantänepflicht gekippt. Es ist geboten, den Einzelfall zu prüfen. Und so ähnlich sollte das mittlerweile auch bei Grenzkontrollen geschehen. Es hat ohnehin nie jemand verstanden, warum an der Grenze zu Holland nicht kontrolliert wird, zu Luxemburg aber schon. Insofern ist es richtig, dass einzelne europäische Länder miteinander über den Wegfall der Kontrollen sprechen. Dabei kann und wird wahrscheinlich ein Flickenteppich rauskommen, ist aber nicht schlimm. In Italien und Spanien ist die Situation eben anders als in Griechenland und Frankreich. Die Länder, die ein überschaubares Infektionsgeschehen und eine vernünftige Nachverfolgung haben, sollten zügig zum normalen Grenzregime zurückkehren, auch schon vor dem 15. Juni. Dabei geht es weniger um Urlauber, die jetzt immer noch nicht wissen, ob sie im Sommer ans Mittelmeer fahren können. Es geht um Regionen in Europa, die zusammengewachsen und gerade wieder künstlich getrennt sind. Es geht um Menschen, deren wirtschaftliches oder soziales Leben auf einem grenzenlosen Europa aufgebaut ist. Da schadet jeder Tag mit Schlagbaum und Stacheldraht. Die Meinung von Oliver Köhr. Wenn die Grenzen nun sehr langsam wieder durchlässiger werden, dann könnte es vielleicht doch einen Sommerurlaub geben, vielleicht sogar weiter weg. Die EU-Kommission sagte heute, grundsätzlich sei Reisen möglich. Sie empfahl Grenzöffnungen zwischen Staaten mit ähnlichen Infektionsraten und strenge Hygienevorschriften in Hotels. Griet van Petersdorf wollte in Berlin wissen, welche Chancen geben die Menschen ihrem Ferienglück? 3 Reisen sind schon ausgefallen, Kurzreisen, Amerika, Sylt und Breslau. Aber egal, ist nicht so schlimm. Wenigstens in die Pfalz, das wird wohl klappen, weil wir da bei Privatleuten wohnen dürfen. Ich wollte noch in ein Feriencamp, aber daraus wird, glaube ich, auch nichts. Das finde ich schon etwas schade. Stimmt. Thailand war eigentlich geplant. Thailand, ja. Und? Ja, wird wohl nichts. Das entschleunigt auch einfach ein bisschen und Klimaschutz und so Sachen. Man kann auch einfach mal zu Hause bleiben und sich hier schön machen, denke ich. Und Geld sparen. Ich befürchte, Deutschland wird sehr überlaufen sein. Ostsee, Nordsee. Kroatien macht jetzt auf. Das wäre eine Option. Also sollen lieber alle zu Hause bleiben und keinen Urlaub machen dieses auch, Jahr. Auch im Sommer? Ja, also ein Jahr ohne Urlaub könnte ja jeder mal aushalten. Ich konnte nicht nach Frankreich. Ich dachte, okay, hältst du durch. Dann konnte ich jetzt Ende Mai nicht in die Türkei. Okay, hältst du auch durch. Aber im Sommer, das ist hart. Da könnte leider für viele hart werden, denn klassische Urlaubsländer der Deutschen könnten unerreichbar bleiben in der kommenden Zeit. Spanien will vielleicht am 1. Juli die Grenzen wieder öffnen. Und da Italien immer noch schwer unter der Corona-Krise leidet, gibt es dort bislang weder einen Termin noch eine Perspektive. Es muss ja nicht immer Capri sein. Oder doch? Die Capresen jedenfalls ersehnen die Touristen in diesem Jahr so sehr wie noch nie. Ellen Trapp. Capri ist Corona-frei bis heute. Damit das so bleibt, strenge Kontrollen bei der Ankunft und zur Begrüßung eine Dusche mit Desinfektionsmittel. Ungefähr 14.000 Menschen leben hier und eigentlich würden sich jetzt im Mai zehntausende Touristen durch die Straßen drücken. Stattdessen Lockdown seit 10 Wochen. Es bleibt die Hoffnung, dass bald die ersten Touristen Capri besuchen. Der Bürgermeister ist optimistisch. Wir wollen es schaffen, in ganz Europa, in der ganzen Welt diese Nachricht zu verbreiten, dass das hier eine sichere Insel ist. Wir entwickeln eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen für Fähren und Hotels, eigentlich für alle. Wir können nicht sagen, in der Welt hat sich nichts geändert. Die Welt hat sich verändert, dessen müssen wir uns bewusst sein. Wenn man die Regeln beachtet, dann kann man auch den Tourismus wieder ankurbeln. Zum Beispiel mit Corona-Schnelltests, die es bisher noch nicht gibt. Aber ein italienischer Pharmakonzern will sie in Kürze auf den Markt bringen, heißt es hier. Und Capri solle exklusiv von dieser Erfindung profitieren. Fast alle Capresen müssen in den 6 Sommermonaten ihr Geld fürs ganze Jahr verdienen. Auch Alfonso Tiziano. Der Tourismus sei hier erfunden worden, behauptet er. Tiziano wünscht sich, schon im Juli wieder deutschen Besuchern die zahlreichen Grotten zeigen zu dürfen. Schon zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg waren hier viele deutsche Touristen. Aber bei diesem Problem handelt es sich nicht um Krieg oder ein Erdbeben, sondern um ein weltweites Problem. Die Vorschriften, die uns Politiker machen, muss man an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Wer die wahren Probleme kennt, das Leben, wie es hier ist, das sind wir, die wir hier leben.
Sicherheitsabstand auf solchen Booten schwierig. Das Problem vielerorts, es ist klein und eng. Für Capri werden Corona-Regeln zum Problem, aber sie wollen es schaffen, sie müssen es schaffen. Die Regierung hatte versprochen zu helfen, bisher ist nicht viel Geld aus Rom angekommen. Der Bürgermeister wird konkret. Wer den Laden öffnet, wird unterstützt. Wenn ein Hotel öffnet, reduzieren wir kommunale Steuern oder die Bar, die Tische auf die Piazza stellt, muss für die Nutzung des öffentlichen Bodens nicht zahlen. Giovanna und Ercilia Buonocore würden eigentlich in diesen Tagen ihr selbstgemachtes Zitroneneis in ihrem Laden verkaufen. Dafür sind sie berühmt. Die Eisdiele noch geschlossen. Die Frauen allerdings fiebern dem Beginn der Tourismussaison entgegen. Wir schaffen das, auf jeden Fall. Nicht im großen Stil wie die Jahre zuvor. Es ist ein Jahr der Prüfung, des Umdenkens. Wir hoffen auf die nächste Phase. Wenn alles öffnet, dass alles gut wird. Wir hoffen sehr, dass wir arbeiten können. Nicht wie die Jahre zuvor, aber ich kann nur sagen, unser Meer ist in diesem Jahr noch spektakulärer als sonst. Die Capresen hoffen, dass die Politik richtig entscheidet, die Schönheit Capris viele Urlauber lockt und alle ihre Angst vor dem Virus überwinden, damit die Saison in Kürze beginnen kann und am Ende doch noch alles gut wird. Gar nichts ist gut für das gesamte Reisegeschäft derzeit. Die Pandemie macht dem Konzern TUI besonders schwer zu schaffen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers. Nach Angaben von Vorstandschef Jussen sollen bei TUI weltweit rund 8.000 Stellen gestrichen werden. Viele Beschäftigte sind bereits seit April in Kurzarbeit. Um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern, hat die Bundesregierung dem Konzern einen staatlichen Milliardenkredit genehmigt. Mehr von Anja Kohl. Auch die Hotels und Ressorts, die TUI-eigenen Airlines, die Kreuzfahrtschiffe, alles kommt auf den Prüfstand. Bisher hat die TUI nur ein Drittel der sonst üblichen Sommerreisen verkauft. Sie stellt ihre Reiseangebote pandemiegerecht um. Für nächstes Jahr sähe es bereits besser aus, sagt der Konzern. Doch Kunden stornieren bereits gebuchte Reisen, verlangen ihr Geld zurück. Die Kosten aber laufen weiter. Jeden Monat fließen so bei der TUI 250 Millionen Euro an Barmitteln ab. Die Finanzlage ist bedrohlich, auch weil Anleger aus der Aktie aussteigen. Der Börsenwert ist um knapp 3/4 geschrumpft. Zur Überbrückung hilft ein Staatskredit. Alles hängt davon ab, ob Reisebeschränkungen gelockert werden und ob die Menschen danach auch bereit sind zu reisen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voskuhle, sieht durch die Pandemie-Maßnahmen die Grundrechte nicht dauerhaft in Gefahr. Der Wochenzeitung Die Zeit sagte er, die Gerichte arbeiteten trotz Homeoffice normal. Manche Einschränkungen würden von ihnen aufgehoben, andere nicht. So funktioniere das in einem demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat. Er sei sich sicher, die Menschen würden ihre Freiheiten ohne Abstriche zurückbekommen. Bei einem Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte KSK in Sachsen hat die Polizei ein Lager mit Waffen und Sprengstoff sichergestellt. Die Razzia erfolgte nach einem Hinweis des militärischen Abschirmdienstes MAD, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, der verdächtige Soldat sei schon länger im Visier des MAD gewesen. Gegen ihn würden disziplinarische Ermittlungen eingeleitet. Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten gestellt. Zur Sprache kamen eine Reihe von Themen. Schwerpunkt war die Corona-Pandemie. Merkel appellierte erneut an die Bürger, das bislang Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen. Mit Blick auf die Wirtschaft und die Finanzierung der staatlichen Hilfsprogramme schloss sie Steuererhöhungen zumindest für den Moment aus. Für Arbeit und Soziales. Ein weiteres Thema im Bundestag war die Häufung von Corona-Infektionen in mehreren Schlachthöfen. Arbeitsminister Heil sprach von beschämenden Bedingungen und kündigte schärfere Regeln für die Branche an. Als Grund für die hohen Ansteckungsraten unter den Beschäftigten in Schlachthöfen gelten die oftmals problematischen Arbeits- und Wohnbedingungen der Arbeiter. Unter den Filmfestivals ist Cannes eine Diva, doch diesmal ist die Diva nackt. Gestern hätte eigentlich das Schaulaufen an der Croisette begonnen, wie jedes Jahr am Abend der Eröffnung. Aber jetzt sind im großen Kino die Lichter aus, genauso wie an den meisten Sets für Fernsehdrehs. Projekte bleiben liegen, Produktionen werden verschoben, Corona trifft die Branche hart. Claudia Drechsel und Gudrun Kirfel über eine Krise in Hollywood und in der Heide.
und wie man dort versucht, die Liebe zum Film noch zu retten. Heile Welt in Lüneburg. In der ARD-Serie Rote Rosen wird so getan, als gäbe es kein Corona. Na, du genießt ja das Leben. Aber nur auf dem Bildschirm. Hinter den Kulissen gelten Corona-Schutzregeln für alle. 1,50 Meter Abstand zwischen allen Darstellern. Schminken müssen sie sich selbst. Und sie tragen Mundschutz, wenn die Kameras aus sind. Proben ist es echt ein Problem, weil man den anderen einfach gar nicht richtig sieht. Man erkennt die Gesichtszüge nicht. Es ist so, ja, man hat immer das Gefühl, man fährt mit angezogener Handbremse. Voll ausgebremst, das ist wohl der richtige Ausdruck für die aktuelle Lage der Filmwirtschaft. Die Kinos geschlossen. Premieren von opulenten Produktionen wie Disneys Mulan abgesagt. Mehr als 400 Filmprojekte in Deutschland liegen wegen Corona auf Eis. Viele Schauspieler, viele Produzenten haben Anschlussproduzenten, Anschlussdrehs, ja, Anschlussengagements, die alle jetzt verschoben werden und keiner weiß, ob er die noch erfüllen kann. Und es sind ein Haufen Vorkosten schon gelaufen bei Produktion etc. Und die kann man auch nicht mehr reinholen. Das Filmfestival in Cannes. Erst verschoben, dann abgesagt. Laut Branchenvertretern drohen in der Filmwirtschaft insgesamt 2 Milliarden Euro Umsatzeinbußen. Große Produktionsfirmen wie die UFA wollen jetzt alles daran setzen, möglichst bald ihre Arbeit wieder voll aufzunehmen. Die Fortsetzung der ARD-Serie Charité hatten die Filmemacher gerade noch rechtzeitig abdrehen können. Mit vielen Schauspielern, dicht bei dicht. Auch in Zukunft müsse trotz Corona so etwas möglich sein. Eine junge Schauspielerin hat drüben im Studio zu mir gesagt, für Schauspieler ist der fehlende Körperkontakt wie ein Fußballer ohne Ballberührung. So ist es ja auch. Also das wird nicht gehen. Also ich kann keine große Serie über eine Tanzschule drehen in den 60er Jahren ohne den Körperkontakt. Szenen wie diese, eindeutig nicht Corona-konform. Die Dreharbeiten für die neue Kudamm-Staffel sind deswegen unterbrochen. Um sie wieder aufzunehmen, wünscht sich Nico Hofmann ähnliche Bedingungen wie bei der Fußball-Bundesliga. Bei den Schauspielern vor der Kamera werden wir um eine Testung nicht drumherum kommen. Wir diskutieren jetzt gerade noch die Quarantänesituation, die für die Schauspieler natürlich sehr, sehr kritisch ist, muss man ganz klar sagen. Aber das geht natürlich enorm ins Geld, es geht vor allen Dingen enorm in die Zeit. Aber alles sei besser als Stillstand. Und nur aus diesem Grund haben sich die Macher von Rote Rosen tatsächlich darauf eingelassen, immer Abstand zu halten am Set. Wenn es denn einen Film übers Wetter gäbe, Sven, wie würde der wohl heißen? Der würde heißen, es wird langsam so, dass wir wieder in wärmere Gefilde vorstoßen. Das war der spontane Einfall in Sachen Titel. Und tatsächlich ist das aber auch so. Und dafür habe ich auch einen wunderbaren Beweis mitgebracht, einen 15-Tage-Trend. Also bewiesen ist es natürlich erst, wenn es auch so abgelaufen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Temperaturen jetzt steigen. Das ist mal das Beispiel Bremen. Man sieht, die Werte gehen langsam dann wieder in Richtung 20 Grad und nächste Woche auch darüber hinaus. Das gilt auch für viele Regionen Deutschlands. Möglicherweise kriegen wir dann auch allmählich wieder die Sommertage mit 25 Grad hin. Jetzt gucken wir auf den Radarfilm. Die Natur freut sich weiterhin über ordentlich Regen hier im Süden der Donau entlang insbesondere. Aber auch sonst regnet es verbreitet. Einzelne Schauer sind weiter im Norden unterwegs. Und jetzt gucken wir uns mal den Wetterverlauf an. Und da sieht man viele Wolken, die uns in der Nacht hier im Süden weiter begleiten. Das heißt, dieser Dauerregen wird anhalten. Einzelne Schauer aus dem Gewölk hier in der Mitte sind noch unterwegs über Sachsen-Anhalt Richtung Brandenburg. Dahinter reißt der Himmel auf, morgen Vormittag entsprechend hier relativ sonnig. Und man kann auch sehr schön sehen, wie sich der Regen hier im Süden allmählich zurückzieht. Es wird allerdings ziemlich wolkig bleiben. Letzte Schauer dann am späteren Nachmittag noch im Spreewald. Und dahinter zum Abend ist es dann relativ ruhig. Die Temperaturen in der kommenden Nacht in der Nordhälfte noch mal kalt. Verbreitet der Bodenfrost von Nordrhein-Westfalen bis Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Vereinzelt hier auch Luftfrost im Süden unter den Wolken 6, 7 Grad plus. Da kann es halt nicht so auskühlen. Dann schauen wir auf den morgigen Tag. Noch mal eine kalte Angelegenheit mit meist 10 bis 15, am Oberrhein auch mal 16 Grad. Und wenn wir dann auf die Aussichten schauen, dann sieht man am Freitag wieder dieses Regengebiet, was ein bisschen wieder nach Norden voran will. Das heißt, es geht insbesondere in Bayern bei kühlen 8 Grad wieder los. Sonst wechselnd bewölkter Himmel. Am Samstag wird es dann aber auch in der Südhälfte ruhiger. Das heißt, hier sieht man dann in der Tat auch häufiger mal die Sonne. Und dann sind auch tatsächlich wieder 21 Grad möglich. Danke, Sven Plöger. Hier geht es jetzt weiter am 1. mit Sandra Maischberger.
die heute Horst Seehofer zu Gast hat, heute besonders spannend. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 0.20 Uhr. Und ab morgen begrüßt sie hier an dieser Stelle Ingo Zamperoni zu neuen Tagesthemen. Ihnen eine schöne Restwoche.